Ey ho meine Lieben, heute gibt's ein Reste-Video und zwar von den Spießen, wo wir letztens gehabt haben. Und ja, ich habe mir jetzt 3 Spieße auf Seite gelegt und daraus mache ich mir ein schnelles Sandwich auf dem Opti-Grill und zwar mit Zutaten, was ich zu Hause habe. Weil extra zum Shoppen fahre ich jetzt nicht. Also, wie nennen wir das Video? Spieß-Sandwich? Reste-Spieß-Sandwich? Irgendwie sowas steht hier schon. Ja, unten runter. Und gehen wir rüber. Schauen wir uns die Zutaten an, bevor ich mich hier jetzt noch verquatsche. Auf geht's. Unglaublich, mehr ist es nicht. Vielleicht hole ich mir noch eine Zwiebel. Ach, schauen wir mal. Hier sind ja Zwiebeln drauf. Die 3 Spieße, die schneide ich mir jetzt gleich schön in dünne Scheiben. 2 Scheiben Toast. Eine Nappy Sauce von Dolly Sauce. Die Smoky Whisky. Dann habe ich hier mein Basilikum Tomatenmark. An Emmentaler habe ich noch gefunden. Cheddar wäre mir natürlich jetzt lieber gewesen. Ja, und hier noch ein bisschen am Bacon. Da heize ich gerade schon den Opti-Grill vor, um den Bacon vorzubrutzeln. Gut, wir sehen uns dann am Opti-Grill mit dem Bacon wieder. Und in der Zwischenzeit schneide ich schnell mal die Spieße klein. Speisen einlegen. Ich habe hier jetzt immer so eine Doppelscheibe Bacon genommen. Na, klebt an das Finger wie Sau. Und ich glaube, der sollte recht schnell fertig sein. Hallo? Also das heißt jetzt nicht, dass man den so lang drin lassen muss. Kein Plan noch. Das ist jetzt, glaube ich, das erste Mal, dass ich so am Becken so drauf hau. Weil ich nehme den auf alle Fälle runter, wenn er mir gefällt. Wenn man kurz aufmacht, reinschaut, läuft dann der Opti-Grill eben an der Stelle weiter, wo wir aufgemacht haben. Ja, vielleicht haut er sogar hin mit der Zeit. Gucken wir mal, das reicht vollkommen, Leute, das reicht. Runter damit. Ja. Ich habe jetzt ausgeschaltet, weil ich jetzt zuallererst wirklich in aller Ruhe mein Sandwich zusammenbauen will. Und dann heizen wir den wieder an auf dem Sandwich-Programm. Also ich mache mir jetzt heute hier absolut gar keine Hektik. So, hier nehmen wir jetzt unser Tomatenmark. Frische Tomaten wären natürlich auch eine Sache gewesen, habe ich aber leider auch keine da. Ja, kleiste mal das Ding hier einfach mal ein bisschen ein. Dann belegen wir das ganz, ganz dick mit unserem Fleisch. So, die Zwiebeln noch. Hier wird nichts verschwendet. Nullinger wird verschwendet. Wollen ja verschiedene haben. Ja, 3 Spieße waren wohl fast etwas viel. Schauen wir mal, was wir da von neu drücken hier. Ich glaube fast, das sollte auch schon ausreichen. Dann tun wir oben auch noch ein bisschen Bacon drüber. Abschließen wieder mit ein bisschen Käse. So, und dann kann ich meinen Opti-Grill vorheizen. Hätte ich eigentlich gleich machen können. Macht nichts, dann haben wir es im Video. Einschalten. Steak
Burger, Wurst, Sandwich, halt, da waren wir ja. Okay, wird vorgeheizt. Allzu lang sollte es ja jetzt nicht dauern, weil er ist ja schon warm. Und das schnallt er ja auch. Ja, ganz so blöd ist er ja auch nicht. Tja, im Gegensatz zu mir. Weil ich habe jetzt die Nappi-Sauce vergessen. Scheiße. Das gibt eine herrliche Sauerei nachher wieder im Grill. Lecker. Das ging jetzt wirklich schneller, als ich gedacht habe. Schnappen uns mal unseren Sandwich. Legen den hier rein. Und machen den Deckel zu. Und dann warten wir ab, ob ich es jetzt bis im orangen Bereich durchlaufen lasse oder bis zum roten. Schauen wir mal. So, dann gucken wir mal hier rein. Wir sind hier jetzt ja Anfang, fast Mitte vom orangen Bereich. Sieht ja gut aus. Wisst ihr was, Leute? Wir drehen den jetzt noch einmal ganz schnell und lassen den einfach noch ein bisschen drin. Dann gibt es noch das Gegenmuster auch noch mit rein. Gegrillt, wäre fertig. Jetzt geht es Richtung knusprig. Wollen wir das? Nee. Das ist mir dann wahrscheinlich zu strange. Ja, die Gegenmuster hat es jetzt doch nicht mehr gegeben. Macht nichts. Wir nehmen den runter. Und dann schneiden wir das Teil an. Haha. So. Ausschalten. So. Tja, und schon haben wir ein herrliches Spieß-Sandwich mit ein bisschen Bacon. Tja, Leute, wollen wir noch ein geiles Probierle machen? Na klar, wollen wir das. Und dann wollen wir doch einmal gucken, ob dieser schnelle, einfache Reste-Spieße hau mich tot Sandwich auch schmecken tut. Definitiv tut er das. Aber mit frischen Tomaten oder so wäre es definitiv besser gewesen. Aber wie gesagt, Reste essen, das was noch da war. Und variieren kann man so ein Sandwich immer, wie man möchte. Ja, das war halt jetzt mit den Spießen. Hauptsache, die sind aufgegessen und müssen nicht weggeschmissen werden. Leute, das war's mit dem schnellen Opti-Grill-Sandwich-Video. Ich kann wirklich nur empfehlen, sich so einen Opti-Grill zuzulegen. Also für solche Sachen optimal, ein optimales Zusatzgerät. Es heißt nicht, dass jeder immer alles drauf machen muss. Es ist einfach nur ein Zusatzgerät, was geil ist. Ja, Leute, ich verlinke unten in der Beschreibung ist der Link dazu. Und ja, das war's mit diesem kurzen, schnellen Video. Leute, wir sehen uns das nächste Mal. Tschaikowski. Niam.